Hallo und herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Mein Name ist Georg Hagel und in diesem Video beantworte ich die folgenden Fragen. Welche Strukturmetriken gibt es für objektorientierte Programme und welche Aussagen erlauben diese Metriken? Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind Metriken überhaupt und was für Eigenschaften müssen Metriken erfüllen, dann schaut euch meine Videos zu Metriken hier auf meinem Kanal an. Ich habe euch die Links in der Beschreibung angegeben. Beginnen wir mit der Definition der ersten Strukturmetriken. Für eine Klasse in einer Vererbungshierarchie können folgende Metriken definiert werden. DIT, Depth of Inheritance, ist die Tiefe des Vererbungsbaums bis zu der betrachteten Klasse. NOC, Number of Children, ist die Anzahl der Kindklassen der betrachteten Klasse. Und NORM, Number of Redefined Methods, ist die Anzahl der überschriebenen Methoden in der Klasse bezüglich auf die Elternklasse. Bevor wir Beispiele zu diesen Metriken betrachten wollen, möchte ich kurz darauf eingehen, welche Aussagen diese Metriken erlauben. Bei DIT handelt es sich um den Vererbungsbaum einer Klasse, also alle Eltern, Großeltern und sonstige Ahnenklassen einer Klasse. Falls dieser Baum sehr hoch ist, dann muss man, um die Klasse zu verstehen, schon einige Ahnenklassen anschauen. Und mit zu hoch meine ich schon die Werte 3 oder 4. Der Wert NOC, also die Anzahl Kindklassen einer Klasse, sagt uns, wie viel Wiederverwendung es gibt. Das heißt damit aber auch, wie viele direkt abhängige Klassen. Ist dieser Wert hoch, muss man schauen, dass die Klasse sehr gut getestet ist. Sie trägt nämlich eine hohe Verantwortung. Ist NORM, also die Anzahl der überschriebenen Methoden der Elternklasse, sehr hoch, muss man fragen, ob die Klasse tatsächlich von der Elternklasse erben muss. Eventuell wäre auch eine gemeinsame Schnittstellenklasse sinnvoll. Dann kommen wir mal zu Beispielen. Schaut euch mal folgendes Klassendiagramm an. Stoppt das Video einfach und versucht mal selbst die Werte für DIT, NOC und NORM für die verschiedenen Klassen zu bestimmen. Der Wert von DIT unterscheidet sich je nach Programmiersprache. In Java leiten ja alle Klassen letztendlich von der Klasse Object ab. Damit ist der Wert von DIT bei Java um 1 größer als beispielsweise bei C++. Für die Klasse Haustier kommt also für C++ der Wert 0 für DIT heraus. Die Klasse hat ja keine Elternklassen. Bei Java kommt der Wert 1 heraus, da Haustier ja von Object ableitet. Das wird jedoch in den Klassendiagrammen nicht dargestellt. In Zukunft werde ich nur noch die Werte für C++ kommentieren. Die Klasse Hund hat die Klasse Haustier als Elternklasse. Damit ist der Wert von DIT 1. Das gleiche gilt natürlich auch für die Klasse Katze. Die Klasse Dackel hat als Elternklasse die Klasse Hund. Diese hat wiederum als Elternklasse die Klasse Haustier. Damit hat die Tiefe des Vererbungsbaums über der Klasse Dackel den Wert 2 und damit auch DIT für die Klasse Dackel. Das gleiche gilt auch für die Klasse Mischling. Kommen wir jetzt zu NOC, NOC, also der Anzahl der Kindklassen. Die Klasse Haustier hat 2 Kindklassen, nämlich die Klassen Hund und Katze. Damit ist NOC für die Klasse Haustier gleich 2. Auch die Klasse Hund hat 2 Kindklassen, nämlich Dackel und Mischling. Daher ist NOC auch für die Klasse Hund 2. Die Klasse Dackel hat keine Kindklasse. Daher ist NOC für diese Klasse 0. Den gleichen Wert hat NOC auch für die Klassen Katze und Mischling.
wenden wir uns der Metrik Norm zu, also der Anzahl überschriebener Methoden. In unserem Modell geschieht dies wohl nur bei der Klasse Hund. Hier müssen wir davon ausgehen, dass die Methode Fressen der Elternklasse Haustier von der Kindklasse Hund überschrieben wurde. Sonst hätte die Modellierung der Methode Fressen im Klassenmodell keinen Sinn. Damit ist Norm für die Klasse Hund gleich 1. Für die Klasse Haustier sowie für die Klassen Katze, Dackel und Mischling ist Norm gleich 0. Schauen wir uns noch weitere Strukturmetriken, nämlich Fan-In und Fan-Out an. Für eine Klasse K sind die Strukturmetriken Fan-In und Fan-Out wie folgt definiert. Fan-In ist die Anzahl der Klassen, die auf die Klasse K direkt zugreifen. Fan-Out ist die Anzahl der Klassen, auf die die Klasse K zugreift. Natürlich habe ich auch dafür ein Beispiel. Auf die Klasse A greift keine andere Klasse zu. Damit ist Fan-In für A gleich 0. Allerdings greift die Klasse A auf die Klassen B und C zu. Damit ist der Wert von Fan-Out von A gleich 2. Bei der Klasse B muss man genau hinschauen. Zwischen B und C ist eine bidirektionale Beziehung dargestellt. Bei dieser werden die Pfeile weggelassen. Damit ist Fan-In für B gleich 2 und Fan-Out für B gleich 1. Jetzt kann ich die Bestimmung von Fan-In und Fan-Out für C mal euch überlassen. Stoppt bitte nochmal das Video und bestimmt für die Klasse C diese beiden Werte. Das war jetzt hoffentlich einfach. Auf C greifen zwei Klassen zu, nämlich A und B. Damit ist Fan-In von C gleich 2. Fan-Out von C ist 3, da C ja auf B, E und F zugreift. Fan-In für E ist hier 1, da C auf E zugreift. Da E auf keine weiteren Klassen zugreift, ist der Wert von Fan-Out von E gleich 0. Das gleiche gilt für die Klasse F. Bei Klassenhierarchien von Programmen befinden sich oft oben die Klassen mit niedrigem Fan-In, beziehungsweise Fan-In gleich 0. Hier handelt es sich meist um Oberflächenklassen, die abhängig von den Geschäftsklassen sind. Allerdings hängen von den Oberflächenklassen oft keine anderen Klassen ab, sodass eine Oberfläche einfach änderbar ist. Das alles gilt natürlich nur für gutes Design. Unten in einer Klassenhierarchie befinden sich häufig Klassen mit hohem Fan-In und niedrigem Fan-Out. Bei diesen Klassen handelt es sich meist um Klassen für die Infrastruktur, wie Netzwerk oder Security. Sie müssen sehr stabil sein und sollten nicht geändert werden. Ihr hoher Fan-In sagt ja gerade aus, dass viele Klassen von ihnen abhängig sind. In einem weiteren Video stelle ich Metriken zur objektorientierten Programmierung vor. Damit lassen sich Aussagen über die Komplexität einzelner Klassen machen. Ich habe das entsprechende Video in der Beschreibung verlinkt. Zusammenfassend haben wir in diesem Video also 5 verschiedene Strukturmetriken gesehen. DIT, die Tiefe des Vererbungsbaums über einer Klasse. NOC, die Anzahl der Kindklassen einer Klasse. Norm, die Anzahl der Methoden, die eine Methode der Elternklasse überschreiben. Dazu kamen dann noch Metriken zur Abhängigkeit von Klassen, nämlich Fan-In, die Anzahl der Klassen, die auf eine Klasse zugreifen, und Fan-Out, die Anzahl der Klassen, auf die eine Klasse zugreift. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir einfach in den Kommentaren. Danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Bis dann!